Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Wir spielen heute das Drescherlied. Es hat nur drei Töne, C, E und G. Ladet euch die Noten herunter, druckt sie aus und kommt her zum Mitspielen. Das Drescherlied beginnt in der rechten Hand mit dem C. C, dann E, G und E. Also, ihr benötigt diese fünf Töne C, D, E, F und G. Ihr benötigt in der ersten Zeile 1, 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 3. Einmal zum Mitspielen und Zahlen sprechen. Und 1, 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 3. Und die zweite Zeile, ich spiele es euch vor. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Und zum Mitspielen 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1. Wenn es euch schwer fällt, mit dem Finger auslassen, dann nehmt einmal die Hand aufs Holz und spielt 1, 3, 5, 3. Und nochmal auf dem Holz 1, 3, 5, 3 und dann 1, 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 3. Das 5, 3 ist ein bisschen schwierig. Noch ein letztes Mal 1, 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 3. Wenn das klappt, dann gehen wir wieder an die Tasten. Ich mache mir ein bisschen Platz. 1, 1, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 5, 3. Und die zweite Zeile. 1, 3, 5. Das Lied steht im Dreiertakt. Das heißt, ihr klatscht oder klopft aufs Holz immer auf die 1. Ihr klopft, ich spiele. 1. Wenn das klappt, dann nehmt ihr die linke Hand, sucht euch auch die C-Grundstellung mit dem kleinen Finger auf dem C, der dritte Finger auf dem E und der Daumen auf dem G. Das ist der C-Akkord. Ihr spielt den C-Akkord immer auf die 1, so 1, 2, 3, 1. Und so weiter. Ich spiele die rechte Hand. Wenn das klappt, spielen wir jetzt mit zwei Händen. Ich mache die Hände weg. Und wir spielen etwas langsamer. Beide Hände sind in der C-Grundstellung. Rechts der Daumen, links der kleinen Finger auf dem C. 1, 2, 3. 3. 5. 3. Und spielt es einige Male für euch langsam durch und stellt dann auf weiter. Ich sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal und Happy Playing!